There is a friend to every stranger, traveling through this mighty land. They fear no sickness, no tall danger. Veneto, an old Shatterhand. Veneto, an old Shatterhand. Die Ogallala kamen von dem langgestreckten Berg her, den die Bleichgesichter den Rücken des Fuchses nennen, und gingen über den nördlichen Arm des Cheyenne-Flusses da, wo er sich zwischen den Three Peaks und dem Indian-Berg hindurchwindet. Während sie zwischen dem Berg und dem Fluss hinritten, bogen sie um die Ecke eines Waldes und sahen 18 rote Männer, die im Wasser badeten. Die Ogallala hielten eine kurze Beratung. Die Badenden waren Upsarokas, also Feinde. Es wurde beschlossen, ihnen die größte Schande anzutun, die einem roten Krieger widerfahren kann. Uff. Was ist das? Siegesgeheul der Ogallala. Ein Überfall! Die Feinde der Upsarokas haben sich wie feige Hunde in unser Lager geschlichen, während Kante Petah mit seinen tapferen Kriegern hier im Fluss badet. Meine roten Brüder mögen mir zum Ufer folgen. Schnell! Zu spät. Sie fliehen. Wie ein Schakal vor dem Steinwurf. Wo ist unsere Wache? Kleiner Hirsch! Kleiner Hirsch! Sie haben ihn gefangen oder getötet. Tante Peta wird die räudigen Hunde mit bloßer Faust niederschlagen. Sie haben unsere Pferde gestohlen. Unsere Waffen und Kleider. Unsere Medizinen. Meine roten Brüder, die stinkenden Tiere von Ogallala haben uns die größten Heiligtümer geraubt. Unsere Medizinbeutel. Es gibt keine größere Schande für einen roten Krieger, als sich sein Heiligtum stehlen zu lassen. Wir sind nicht mehr, die wir waren. Wir haben mit der Medizin auch unseren Namen verloren und dürfen nicht eher zu unserem Stamm zurückkehren, bis wir unsere Medizinbeutel zurückgeholt oder andere geraubt haben, deren Besitzer wir töten müssen. Freund oder Feind, Krieger der Upsarokas, es gibt für die Tapferen, die Medizin suchen, keinen Unterschied. Wir werden das Kriegsbeil ausgraben und nicht eher die Spitzen unserer Pfeile in den Boden stecken, bis wir eine Medizin und unseren Namen wieder haben. Hau! Hau! Die Wolken, die erst so harmlos ausgesehen hatten, waren jetzt eine schwarz-graue Zusammenballung, die sich bedrohlich über die Felsenlandschaft des Indienberges schob. Sie verdunkelte den Tag. Eine merkwürdige Stille entstand. Es war, als hielte die Natur den Atem an. Winnetou und Old Shatterhand ritten gemächlich bergan. Sie überließen es ihren Pferden, den einfachsten Weg zwischen dem Gestrüpp und dem Gestein zu finden. Beide trugen die gleiche, an den Nähten ausgefranste Lederkleidung. Aber während der Häuptling der Apachen seine langen, schwarzen Haare zu einem Schopf geordnet hatte und an den Füßen Mokassins trug, saß über dem braun gebrannten, vollbärtigen Gesicht Old Shatterhands ein breitkrempiger Filzhut, der mit den Ohren von erlegten, grauen Bären geschmückt war, und seine Beine steckten bis über die Knie in weichen Lederstiefeln. Winnetous Brust zierte der Medizinbeutel, die Friedenspfeife und eine dreifache Kette aus Bärenkrallen.
Um den Hals von Old Shatterhand hing an einer starken Seidenschnur eine mit Kolibri-Bälgen verzierte Friedenspfeife, in deren Kopf indianische Zeichen eingraviert waren. Bewaffnet waren beide mit Revolvern, Bowie-Messern, Tomahawks und ihren berühmten Gewehren, der Silberbüchse, dem Bärentöter und dem kurzläufigen, vielschüssigen Henry-Stutzen. Sie hatten lange kein Wort gesprochen. Jetzt sagte Old Shatterhand: Da braut sich ein ziemliches Unwetter zusammen. Es wird Zeit, dass wir einen Unterschlupf finden. Kennt mein roter Bruder diese Gegend? Hinter den beiden Felsen vor uns befindet sich ein kleines Tal mit einer Quelle. In der Nähe ist eine Höhle. Dort werden wir und die Pferde Schutz finden. Vielleicht kommt mir noch ein Wild für einen saftigen Braten vor die Flinte. Mein Bruder Charlie sehnt sich nach einem Wigwam. Nach 4 Monaten Wildnis hätte ich gegen ein heißes Bad, frische Kleider und ein anständiges Menü nichts einzuwenden. Warum bleibt Ilchi stehen? Er wittert eine Gefahr. Hinter den Felsen. Wir wollen absteigen und nachsehen. Die Pferde lassen wir zurück. Geräuschlos glitten sie aus den Sätteln und schlichen gebückt, die Gewehre schussbereit, auf die Felsen zu. Büsche wuchsen zwischen den hohen, kegelförmigen Gebilden. Dahinter lag das Tal, von dem Winnetou gesprochen hatte. Geräusche drangen aus dieser Richtung, lauter und leiser werdend. Sie hörten sich wie ein Kampf an. Uff, ein Bär! Ein Junge Rothaut kämpft mit ihm. Ein Upsarokas, er blutet aus vielen Wunden. Ein Junge kämpft mit einem ausgewachsenen Bären. Der Grizzly wird ihn zerreißen, wir müssen helfen. Mein roter Bruder möge sich um den jungen Krieger kümmern, ich werde den Bären ablenken. Uff. Hey, ho, hierher, Braunbär, hier bin ich. Hier steht dein Feind, hey, ho! Er hört nicht, er ist von Sinne vor Wut. Ich muss ihn von den Jungen wegreißen. Vorsicht, Charlie, er ist verwundet. Hey, komm, Brauner, hierher, komm. Ja, so ist recht, hier stehe ich. Komm. Zeig, was du kannst, schlag zu. Komm. Ein bisschen lahm, Meister Betz, los, noch einmal. So, und nun machen wir Schluss mit dir, Brauner. Tot. Das war höchste Zeit. Wie sieht der Junge aus? Ist er schwer verwundet? Grässliche Narben werden zurückbleiben und ihn an diesen Tag erinnern. Ein abgebrochener Pfeil steckt in der Brust des Bären. Wahrscheinlich dachte der junge Krieger, ihn tödlich getroffen zu haben und griff nach dem Messer, um ihm den Gnadenstoß zu geben. Mein roter Bruder hat tapfer gekämpft. Er wird einmal ein großer Krieger werden. Ich hole Huflattich, damit wir ihn verbinden können. Sonst verliert er zu viel Blut. Winnetou wird den jungen Krieger in die Höhle bringen. Sie ist dort hinter den Büschen. Gut. Ich beeile mich. Die Pferde bringe ich mit. Kann mein roter Bruder mich hören? Mein roter Bruder trägt die Stammeszeichen der Upsarokas. Er ist noch sehr jung. Hat er schon einen Namen? Die Krieger meines Volkes nennen mich Kleiner Hirsch. Warum ist der kleine Hirsch nicht bei den Wigwams seines Stammes? Erlauben die Upsarokas schon einem Knaben, den Spuren des grauen Bären zu folgen? Kleiner Hirsch hat den Büffel gejagt und den Elk. Er hat einen Platz am Lagerfeuer der Krieger. Uff. So möge mein roter Bruder mir sagen, wo die Lagerfeuer der Upsarokas brennen. Der kleine Hirsch ist schwer verwundet und muss zu den Wigwams seines Stammes gebracht werden. Wer bist du? Ich weiß nicht, welchen Namen die Upsarokas mir gegeben haben. Mein Volk nennt mich Winnetou. Uff. Der Häuptling der Apachen. Sage mir jetzt, wo wir deinen Stamm finden. Meine roten Brüder badeten im Fluss, auf der anderen Seite des Berges, als Kleiner Hirsch sie verließ. Kleiner Hirsch ging allein auf die Jagd? Kleiner Hirsch fand die Spur des grauen Bären und folgte ihr. Ohne seine Brüder zu verständigen? So hatte Kleiner Hirsch die Wache über die Pferde und die Waffen seiner roten Brüder? Und entfernte sich ohne Erlaubnis. Kleiner Hirsch wollte den grauen Bären besiegen. Winnetou hat genug gehört. Er wird seinen roten Bruder jetzt in eine Höhle bringen und dort verbinden. Hat Kleiner Hirsch den grauen Bären besiegt? Der graue Bär ist tot. Meine Stammesbrüder werden meiner Spur folgen und den toten Bären finden. Regen wird kommen und die Fährte des kleinen Hirsches verwischen. Aber er wird die Trophäen seines Kampfes mit zu den Wigwams der Upsarokas nehmen. Und sie werden ihn als einen großen Jäger ehren. Winnetou brachte den jungen Krieger in die Höhle, lehnte ihn gegen die Felswand
und ging dann hinaus, um dürres Holz für ein Feuer zu sammeln. Er musste sich beeilen, denn die ersten Regentropfen fielen schon. Als Old Shatterhand mit den Kräutern und den Pferden zurückkehrte, entlud sich ein Wolkenbruch über dem Tal. Es war, als hätten sich in den Wolken Schleusen geöffnet und die angestauten Wassermengen freigegeben. Das Feuer in der Höhle brannte schon. Old Shatterhand zog sein durchnässtes Jagdhemd aus, rieb die Pferde trocken und ging dann hinaus, um den toten Bären zu holen. Winnetou kümmerte sich um den Verwundeten. Gegen Abend ließ der Regen nach. Die beiden Freunde saßen sich am Feuer gegenüber und aßen gebratenes Bärenfleisch. Das getrocknete Fell hatten sie dem Verwundeten untergelegt. Der junge Krieger rührte sich nicht, sprach nicht, wollte nichts essen, blickte nur zur Decke. Plötzlich richtete er sich auf, starrte mit weit geöffneten Augen zum Höhleneingang und sackte dann zusammen. Der kleine Hirsch war tot. Am nächsten Morgen war der Himmel wieder blau, der Boden trocken. Das Grün der Bäume, Büsche und Gräser leuchtete frisch. Der Häuptling der Apachen hatte die Nacht über bei der Leiche des jungen Upsarokas gewacht und den Totengesang angestimmt. Als die Sonne zwischen den hohen, kegelförmigen Felsen auftauchte und das kleine Tal mit ihren Strahlen belebte, trat er mit Old Shatterhand vor die Höhle und sagte: Der Geist des kleinen Hirsches ist in die ewigen Jagdgründe gegangen. Manitou hat ihn nicht zum Sieger über den grauen Bären werden lassen. Aber er wird am Lagerfeuer der mutigsten Jäger einen Platz haben. Und sie werden ihn achten. Er muss innere Blutungen gehabt haben. Mein Bruder Charlie braucht sich keine Vorwürfe zu machen. Wir haben getan, was wir tun konnten. Ich habe aus den Krallen des Bären eine Kette gemacht, die den Hals des Toten schmücken soll. Denn es war sein Bär. Mein weißer Bruder ist nicht nur ein großer Jäger und Krieger. Er ist auch ein Freund aller roten Männer. Will er mir helfen, ein Grab für den jungen Upsarokas zu bauen? Ich werde Steine holen. Wo soll das Grab mal stehen? Wir werden ihn an den Baum dort drüben setzen. Aufrecht, wie einen gefallenen Krieger, mit dem Gesicht nach der Gegend der heiligen Steinbrüche. Und seine Waffen wird er in den Händen halten, wenn wir die Steine um ihn aufschichten. Gut. Seine Stammesbrüder werden ihn finden und erkennen, dass wir nicht ihre Feinde, sondern ihre Freunde sind. Die Pferde sind unruhig, es muss jemand in der Nähe sein. Holen wir die Gewehre. Vorsicht, Winnetou. Da drüben in den Büschen. In die Höhle, ich gebe dir Feuerschutz. Jetzt sitzen wir in der Mausefalle. Wenn es mehrere sind und sie uns belagern, haben wir kaum Aussicht, lebend hier rauszukommen. Aber dann hätten sie mit Kriegsgeschrei und Wutgeheul auf meine Schüsse geantwortet, zumal ich offenbar einen von ihnen getroffen habe. Mein Bruder Charlie weiß, dass kein Häuptling seine Krieger in ein Gebiet führt, das er nicht zuvor von Kundschaftern hat durchforschen lassen. Mein roter Bruder hat recht. Die Überraschung hat meine Gedanken geblendet. Upsarokas können es nicht sein. Kleiner Hirsch trug nicht die Farben des Krieges. Er befand sich mit seinen Stammesbrüdern auf der Jagd. Wenn es zwei Kundschafter waren und ich einen davon getroffen habe, wird der andere zum Haupttrupp zurückreiten und Hilfe holen. Mein roter Bruder möge sich mit seiner Silberbüchse am rechten Rand des Höhleneingangs auf den Boden legen und das Gebüsch gegenüber beobachten. Ich werde hier oben im Busch meinen Hut sehen lassen. Vielleicht können wir mit diesem alten Trick den Gegner täuschen und er schießt, wenn noch einer da ist. Winnetou ist bereit. Jetzt! Es bewegt sich nichts. Gut. Offenbar haben die beiden keine Gewehre. Pfeilen kann man eher ausweichen als Kugeln. Wagen wir also einen Ausbruch, um aus dieser Mausefalle herauszukommen. Mein weißer Bruder kann mit seinem Henry-Stutzen viele Male schießen, ohne lagen zu müssen. Er möge mir Feuerschutz geben. Winnetou wird im Zickzack auf die Seite des Tales laufen, von der vorhin der Pfeil abgeschossen wurde und der Schrei kam. Einverstanden. Wenn mein roter Bruder den Wald erreicht hat, werde ich folgen. Und Winnetou wird Feuerschutz geben. Verlieren wir keine Zeit. Fertig? Ja. Los! Der Häuptling der Apachen erreichte unangefochten den gegenüberliegenden Waldstreifen. Gleich darauf folgte ihm Old Shatterhand mit großen Sprüngen. Auch jetzt fiel kein Schuss. Kein Pfeil schwirrte durch die Luft. Getrennt schlichen die beiden Freunde zu der Stelle, an der der Tote oder Verwundete liegen musste.
Sie waren darauf gefasst, jeden Moment angegriffen zu werden. Aber nichts geschah. Der Tote war ein Indianer. Er lag hinter einem Busch auf dem Rücken, die Arme von sich gestreckt. Shatterhands Kugel hatte ihn in die Stirn getroffen. Während Old Shatterhand den Toten untersuchte, prüfte Winnetou die Fußspuren im näheren Umkreis und kehrte dann zurück. Es waren zwei. Sie kamen von den Felsen. Eine Fährte führt dorthin zurück. Hat mein weißer Bruder etwas gefunden? Es ist sonderbar. Der rote Mann trägt altes Wollzeug und zerrissene Leggings. Aber keine Mokassins. Welcher achtbare Krieger würde sich so sehen lassen? Mein weißer Bruder hat recht. Er ist kaum 20 Jahre alt. Nur unerfahrene Krieger verschießen so gedankenlos ihre Pfeile. Richtig. Aber sieht mein roter Bruder einen Bogen? Sieht er einen Köcher? Der andere Krieger wird beides mitgenommen haben. Auch den Gürtel des Toten? Sein Messer, sein Tomahawk. Sogar den Medizinbeutel, das Heiligtum eines roten Mannes. Uff. Selbst die Taschen sind leer. Seit wann bestehlen rote Krieger ihre eigenen gefallenen Stammesbrüder? Mein Bruder Charlie hat recht. Kein roter Krieger würde das tun. Nicht einmal der elendigste weiße Tramp würde sich das alles aneignen. Was sollte er zum Beispiel mit einem Medizinbeutel anfangen? Verkaufen kann er ihn nicht hier in der Wildnis. Und da ist noch etwas. Der junge Krieger trägt keine Kriegsbemalung. Er befand sich also nicht auf einem Kriegszug. Und dennoch greift er uns an, ohne zu wissen, ob wir Freunde oder Feinde sind. Was schließt mein roter Bruder daraus? Der junge Krieger ist ein Namenloser. Winnetou meint, er wurde nicht erst jetzt von seinem Gefährten, sondern schon früher von Feinden beraubt und hat dabei die Medizin und damit auch seinen Namen verloren. Namenlos und ohne Medizin darf er nicht zu seinem Volk zurückkehren. Also muss er ganz gleich von wem eine Medizin erbeuten oder seine eigene zurückholen. Ja, das leuchtet mir ein. Er kann also nicht von seinem Stamm ausgestoßen worden sein? Ein Ausgestoßener darf seine Waffen und seine Medizin behalten. Hier aber waren zwei rote Krieger. Beide sind beraubt worden. Sie konnten sich einen Bogen und Pfeile besorgen, aber nur einen Bogen. Den bekam der bessere Schütze. Als dieser von der Kugel meines weißen Bruders getötet wurde, nahm der andere Krieger die Waffe an sich und eilte davon. Hau. So muss es gewesen sein. Dann hat es auch wenig Sinn, den abgeschossenen Pfeil zu suchen, um daran die Stammeszugehörigkeit zu ersehen. Aber bei welcher Gelegenheit kann man einen liebenden roten Krieger derart berauben, ihm alles wegnehmen, sogar die Mokassins? Winnetou weiß nur eine Möglichkeit. Wenn rote Krieger in einem Fluss baden und der junge Stammesbruder, den sie als Wache bei den Pferden, Waffen und Kleidern zurückgelassen haben, seine Pflicht vernachlässigt und den Spuren eines grauen Bären folgt. Mein roter Bruder meint den kleinen Hirsch? 10 und 8 Upsarokas badeten im Fluss auf der anderen Seite des Berges. Sie müssen überfallen worden sein, während der kleine Hirsch der Spur des grauen Bären folgte. So ist dieser Tote ein Upsarokas? Diese beiden Krieger waren Kundschafter. Wenn alle Upsarokas ihre Medizin verloren haben, werden sie wie hungrige Bestien durch die Gegend ziehen und bald hier sein. Ein Krieger, der eine Medizin sucht, ist der Feind aller Menschen. Man muss sich gegen ihn schützen, wie gegen ein wildes Tier. Winnetou und Old Shatterhand müssen Vorkehrungen zu ihrer Sicherheit treffen. Ich fürchte die Upsarokas nicht. Sie waren immer Freunde der Weißen. Es würde mir leid tun, auf sie schießen zu müssen und sie zu töten oder zu verwunden. Denn sie können nichts für die Schande, die man ihnen angetan hat. Mein weißer Bruder spricht meine Gedanken aus. Satteln wir also die Pferde und verlassen das Tal. Was machen wir mit dem kleinen Hirsch und diesem Toten hier? Die Upsarokas werden sie finden und begraben. Gut. Dann wollen wir uns beeilen. Es gab nicht viel zu packen. Die Decken wurden zusammengerollt, einige Stücke Bärenfleisch, die sie am Abend vorsorglich gebraten hatten, in den Satteltaschen verstaut. Dann füllten sie an der Quelle ihre Wasserflaschen, löschten das Feuer und sattelten die Pferde. Dies alles ging schnell vor sich mit gewohnten Handgriffen und sie musterten dabei immer wieder das Unterholz links und rechts der Talsohle. Es war noch keine halbe Stunde vergangen, als sie sich in die Sättel schwangen und das Tal aufwärts ritten, die beiden hohen, kegelförmigen Felsen hinter sich lassen. Die bestohlenen Upsarokas boten einen kläglichen Anblick.
Die wenigen von den Ogallala verlorenen oder weggeworfenen Kleidungsstücke und Waffen reichten nur annähernd für die 18 Krieger. So trugen einige nur Leggings. Andere hatten sich ein Jagdhemd geteilt und die Hälften als Lendenshorts umgebunden. Die meisten waren ohne Mokassins oder mussten sich mit einem begnügen. Keiner war vollständig angezogen. An Waffen waren ein paar Messer, 4 Tomahawks, 3 Bogen und 2 Köcher mit Pfeilen zurückgeblieben. Wer die stolzen Krieger in diesem erbärmlichen Zustand sah, konnte ihre rasende Wut und ihre Rachsucht verstehen. Als Kantepeta, der Häuptling der Upsarokas, hörte, was sich in dem kleinen Tal hinter den hohen kegelförmigen Felsen zugetragen hatte, rief er unverzüglich seine Krieger zur Beratung. Das Bleichgesicht und sein roter Bruder werden nicht die Richtung einschlagen, in der unser Kundschafter verschwunden ist. Sie werden weiter bergan reiten. Die Gegend hinter dem Tal ist wild und zerklüftet. Es gibt keine Pfade. Dort müssen Reiter absteigen und ihre Pferde führen. Sie kommen nur langsam voran. Viel langsamer als die Krieger der Upsarokas, die sich ohne Pferde schneller bewegen können. Der rote und der weiße Mann müssen durch den kleinen Canyon. Aber meine roten Brüder, die eine Medizin suchen, werden vor ihnen da sein und Pferde, Waffen und Skalpe erbeuten. Hau! Der Häuptling der Upsarokas ist ein kluger Krieger. Er kennt die Gedanken seiner Feinde. Aber er vergisst die Pferde der Fremden. Der Canyon ist nur schmal. Sie werden meine roten Brüder wittern. Die Krieger der Upsarokas werden sich an beiden Seiten des Canyon verstecken. Wenn die Pferde meine roten Brüder wittern, ist es für die Fremden zu spät. Die Upsarokas haben sie eingeschlossen. Hau! Erfahrene Krieger reiten nicht zusammen in den Canyon. Sie werden sich sichern. Hat mein roter Bruder mit der Medizin auch seinen Mut verloren? 10 und 7 tapfere Krieger warten auf eine Rothaut und ein Bleichgesicht. 8 Krieger gegen einen Feind. Die Fremden haben Gewehre und Revolver. Die Pfeile der Upsarokas sind schneller als der Vogel in der Luft. Sie treffen den Adler im Flug. Der Häuptling der Upsarokas ist ein großer Krieger. Er hat viele Feinde getötet. Seine roten Brüder, die eine Medizin suchen, werden ihm folgen. Der kleine Canyon war der einzige Pass im Umkreis von vielen Meilen. Er war nicht sehr breit und hatte hohe, fast lotrechte Wände. Büsche wuchsen in den Felsnischen. Dennoch war der Boden des Passes felsig genug, um keine Spur aufzunehmen. Gegen Mittag erreichten Winnetou und Old Shatterhand den Eingang des Canyon. Sie zügelten ihre Pferde und der Häuptling der Apachen, der vorausritt, sagte: Die Pferde schwitzen. Wir sollten sie abreiben und verschnaufen lassen. Im Canyon ist es kühl. Einverstanden. Der Aufstieg war ziemlich anstrengend. Eine Ruhepause kann nicht schaden. Mein weißer Bruder möge seinen Henry-Stutzen bereithalten. Hinter dem ersten Busch an der linken Felswand hat sich etwas bewegt. Dann wollen wir mal aus der Schusslinie gehen und uns hinter die Pferde stellen. Der Wind ist in unserem Rücken. Deshalb wittern die Pferde nichts. Daran habe ich auch schon gedacht. Konnte mein roter Bruder erkennen, ob es eine Rothaut ist? Winnetou sah nur, dass sich etwas bewegte. Dann könnte es ein Tier sein. Wir werden das Versteckspiel beenden. Was hat mein Bruder Charlie vor? Ich werde eine Kugel hinüberschicken, haarbreit über den Busch. Ist es ein Tier, wird es flüchten. Winnetou möge auf die Umgebung achten. Also kein Tier. Aber der Bursche hat Nerven, das muss man sagen. Versuchen wir es anders herum. Hey! Wer immer sich hinter dem Busch versteckt, er möge herauskommen! Oder meine Kugel wird ihn treffen! Der rote Krieger, der sich hinter dem Busch erhob und vortrat, war von riesenhafter Gestalt. Sein gewaltiger, muskulöser Oberkörper glänzte in der Sonne. Auf einem Pferde sitzend, musste er wie ein Kriegsgott aussehen. Aber auch jetzt wirkte er ehrfurchterregend und unüberwindlich. Er trug eine breite Lederhose, die an den Nähten voller Flechten war, offenbar aus dem Haar der von ihm getöteten Feinde gefertigt. Sie war das einzige Kleidungsstück, das er anhatte. Seine Füße waren nackt.
Das Jagdhemd fehlte. Keine Feder schmückte sein Haar. Er sah aus, als hätte er fluchtartig seinen Wigwam verlassen müssen. In der rechten Hand hielt er einen riesigen Tomahawk, der nur von der Faust eines so athletisch gewachsenen Menschen geschwungen werden konnte. Sonst besaß er keine Waffen. Es war Kante Peta, der Häuptling der Upsarokas. Ergebt euch! Werft die Waffen weg! Auf meinen Wink fallen mehr als 10 und 5 Krieger über euch her. Ihr seid verloren. Was will der rote Krieger? Warum versteckt er sich hinter dem Busch wie ein feiger Kojote und stellt sich uns nun in den Weg? Das Bleichgesicht hat einen Krieger meines Volkes getötet. Dafür wird er und sein roter Begleiter sterben. Dein Krieger kam als Feind zu uns. Woher willst du wissen, dass er dein Feind war? Er schoss auf meinen roten Bruder, obwohl wir Freunde aller roten Männer sind. Alle Menschen sind unsere Feinde. Ihr seid reißende Wölfe, weil ihr eure Medizin verloren habt. Uff, wer hat dir das gesagt? Der Krieger, der von meiner Kugel starb, trug keine Medizin. Und auch auf deiner Brust suche ich sie vergeblich. Das Bleichgesicht hat recht. Wir sind ohne Medizin und haben unseren Namen verloren. Aber meine Krieger sind stark und tapfer und werden viele Skalps erbeuten für neue Medizinen. Hau! Du bist vom Stamme der Upsarokas. Die Upsarokas waren immer Freunde der Bleichgesichter. Warum folgen sie nicht den Ogelala, von denen sie bestohlen wurden? Uff, das Bleichgesicht kann durch die Berge sehen. Rufe deine Krieger zusammen und lasst uns vorüber. Wir sind Freunde der roten Männer und wollen nicht mit ihnen kämpfen. Ist das Bleichgesicht ein feiger Hund, der unter dem Blick des Kriegers winselt? Uff, uff! Das war meine Antwort. Der rote Krieger möge seine Zunge zügeln, denn die nächste Kugel trifft. In meinem Zaubergewehr sind viele Kugeln, mehr als Krieger hinter diesen Büschen lauern. Und auch die Kugeln meines roten Bruders haben nie ihr Ziel verfehlt. Also rufe deine Krieger zusammen und gebt uns den Weg frei. Der Tapfere, der eine Medizin sucht, trägt nur einen Tomahawk. Er allein würde euch niederschlagen, wenn ihr nicht Gewehre oder Revolver hättet. Der rote Krieger kämpft mit Worten, über die ich nur lachen kann. Ist dein Name Großmaul, Bleichgesicht? Mein roter Bruder und ich töten nur Feinde. Die Upsaroka sind nicht unsere Feinde. Aber sie sind ohne Namen und brauchen Skalpe für ihre Medizin. Sie müssen kämpfen. So höre meinen Vorschlag. 4 Männer sollen sich im Zweikampf gegenüberstehen. Du wirst mich und einer deiner Krieger wird meinen roten Bruder zum Gegner haben. Siegen wir, so lasst ihr uns ohne Feindschaft ziehen. Siegt ihr, so könnt ihr uns töten und unsere Skalpe mögen eure Medizin sein. Bist du einverstanden? Das Bleichgesicht spricht mutige Worte. Was überlegst du? Fürchtest du den Kampf mit mir? Der Tapfere, der eine Medizin sucht, wurde noch nie besiegt. Auch dem Bleichgesicht wird es nicht gelingen. Aber will das Bleichgesicht uns nicht täuschen? Ich stehe zu meinem Wort. So warte, bis ich mit meinen Kriegern gesprochen habe. Wir warten. Ist mein roter Bruder mit meinem Vorschlag einverstanden? Winnetou versteht seinen Bruder Charlie. Viele Upsarokas würden sterben, wenn sie uns angreifen. Mein weißer Bruder will kein Blut vergießen, weil die Upsarokas keine Schuld haben an ihrer Schande. Aber sie suchen den Kampf, um ihre Ehre wiederzuerlangen. Mein Bruder Charlie will ihnen diese Möglichkeit geben. Der Häuptling der Apachen kennt meine Gedanken. Ist er einverstanden? Hau. Dennoch müssen wir uns sichern, ein roter Krieger, der seine Medizin verloren hat, ist unberechenbar. Die Upsarokas sind in der Überzahl. Legen wir die Waffe aus der Hand, besteht die Gefahr, dass sie über uns herfallen. Deshalb möge mein roter Bruder den Henry-Stutzen bereithalten, während ich kämpfe. Und ich werde dasselbe tun, wenn Winnetou zum Kampf antritt. Der Häuptling der Upsarokas kommt zurück. Will mein roter Bruder mit ihm sprechen? Old Shatterhand ist mein Bruder. Seine Gedanken sind auch meine Gedanken. Und seine Worte sind die Worte Winnetous. Hau. Danke. Der Tapfere, der eine Medizin sucht, möge uns sagen, was der Rat seiner Krieger beschlossen hat. Weißt du, was ein Mumowa ist, Bleichgesicht? Ich weiß es. 2 Krieger werden durch starke Riemen mit einer Hand an einem Baumstamm gebunden und erhalten in die andere Hand die verabredete Waffe, Tomahawk oder Messer. Die Riemen sind so befestigt, dass sie den Kämpfern erlauben, sich im Kreis um den Baum zu bewegen. Beide müssen mit den Gesichtern gegeneinander stehen. So ist es. Werden das Bleichgesicht und sein roter Bruder diesen Kampf annehmen? Wir willigen ein. Uff.
Der Tapfere, der eine Medizin sucht, ist noch nie besiegt worden. Auch das Bleichgesicht, das vor ihm steht, ist noch nie unterlegen. Ebenso wenig wie sein roter Bruder. Wir werden sehen, ob deine Kraft so stark ist wie die deiner Worte. Aber zuvor werden wir die Pfeife des Schwurs darauf rauchen, dass wir unbehindert gehen können, wenn wir gesiegt haben. Wir werden sie rauchen. Aber diese Pfeife des Schwurs wird nicht eine Pfeife des Friedens sein. Denn wir werden kämpfen. Und nach dem Kampfe werden eure Skalpe unsere Medizinstangen schmücken. Und euer Fleisch soll von den Geiern zerrissen und verschlungen werden. Hau! Der Krieger der Upsarokas hat große Worte. Aber wir haben noch keine Taten gesehen. Wir wissen nur, dass er sich hat die Medizin rauben lassen. Wenn seine Augen heute nicht schärfer sind als damals, so wird der Skalp meines weißen Bruders seinen Platz behalten. Hau! Es wird nur einen Sieger geben. Siegt von jeder Seite einer. So muss der Kampf zwischen den beiden Siegern zu Ende geführt werden. So hat es der Rat meiner Krieger beschlossen. Wir sind bereit. Rufe deine Krieger, damit wir die Pfeife des Schwurs rauchen. Aber wir behalten die Gewehre schussbereit in den Händen und schießen sofort, wenn du oder einer deiner Krieger versucht, uns zu überlisten. Die Krieger, die auf einen Zuruf des Häuptlings aus ihren Verstecken kamen, konnten kaum Furcht in ihren Betrachtern hervorrufen. Vielmehr machten sie in ihrer notdürftigen Bekleidung den Eindruck von Schiffbrüchigen, denen man helfen musste. Die schwarzen Haare hingen ihnen wirr um die Köpfe. Einige trugen Messer und Tomahawks in den Händen, nur drei hatten Bogen und Pfeile. Auf einen Wink ihres Häuptlings setzten sie sich zu einem großen Halbkreis zusammen. Auf der anderen Seite nahmen Winnetou und Old Shatterhand Platz. Nachdem sie auch der Häuptling gesetzt hatte, holte Old Shatterhand ein wenig Tabak aus der Tasche, nahm die Pfeife vom Hals und stopfte sie. Dann erhob er sich, ging in die Mitte des Kreises und sagte: Der Krieger macht nicht viel Worte. Er spricht in Taten. Wir töteten den Häuptling der Upsarokas nicht, obwohl wir unsere Gewehre auf ihn gerichtet hatten, weil wir Freunde der roten Männer sind. Die Upsarokas haben ihre Medizin verloren und müssen kämpfen, um neue zu bekommen. Sie haben uns zum Mumova herausgefordert und wir nahmen ihre Forderung an. Wir erwarten, dass die Krieger der Upsarokas ohne Tücke und Hinterlist an uns handeln, wie wir gegen sie. Sie werden uns das versprechen, indem sie die Pfeife des Schwurs mit uns rauchen. Hau, ich habe gesprochen. Dem, was das Bleichgesicht gesagt hat, stimmen wir zu. Wir brauchen nicht hinterlistig zu sein, denn wir werden siegen. Die Bedingungen des Mumova sind bekannt. Wer niederstürzt, ist besiegt, mag er tot sein oder noch leben. Er muss sich, wenn der Sieger es will, töten lassen. Wir kämpfen mit entblößtem Oberkörper und mit Messern. Je zwei Krieger miteinander. Aber es wird nur einen Sieger geben. Den Gefährten des Siegers gehört das Eigentum des Besiegten. Die Krieger der Upsarokas sind bereit, auf diese Bedingungen die Pfeife des Schwurs zu rauchen. Hau, ich habe gesprochen. Wir sind mit allen Bedingungen der Upsarokas einverstanden. Ich werde jetzt die Pfeife des Friedens in Brand stecken. Sie wird heute eine Pfeife des Schwurs sein. Und auf ihrem Rauch mögen die Seelen der Besiegten in die ewigen Jagdgründe schweben, um später die Seelen der Sieger dort zu bedienen. Ho, 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 ho. Nach dieser allgemeinen Annahme der Bedingungen steckte Old Shatterhand die Pfeife in Brand und sie machte die Runde. Niemand sprach, solange sie von Hand zu Hand gereicht wurde. Dann erhoben sich alle. Hinter dem kleinen Canyon befand sich eine nicht sehr große, von Bergen eingeschlossene Prärie. Mageres Gras wuchs neben niederen Büschen. Etwa in der Mitte stand ein einzelner Baum. Hier sollten die Zweikämpfe stattfinden. Die Krieger der Upsarokas setzten sich wieder in einem Halbkreis um den Baum. Auf der anderen Seite nahm Old Shatterhand Platz. Winnetou sollte als erster kämpfen. Während er seinen Oberkörper freimachte, gab der Häuptling der Upsarokas einem seiner Krieger einen Wink und dieser erhob sich. Er war nicht ganz so groß wie der Häuptling, aber sein Körper war breit und seine Muskeln zeugten von enormen Kräften. Er hielt ein Messer in der Hand und trat zum Baum. Hier steht ein Krieger der Upsarokas, dem seine Stammesbrüder, bevor er die Medizin verlor, den Namen Hundertfacher Donner gegeben haben. Er machte seinen Schild aus der Haut seiner Feinde und über 40 Skalps wurden von ihm erbeutet. Wer ist der Krieger, der es wagt, vor sein Messer zu treten? Der rote Bruder des Bleichgesichtes wird den hundertfachen Donner zum Schweigen bringen.
Die Krieger meines Stammes rühmen sich nicht damit, wie viele Skalpe sie erbeutet haben. Ihre Taten werden an den Lagerfeuern erzählt. Der Upsaroka bekam den Namen Hundertfacher Donner. Wer aber fürchtet den Donner? Er ist der feige Geselle des Blitzes und erhebt seine Stimme erst dann, wenn die Gefahr vorüber ist. Wer bist du, der du solche Worte sprichst? Hast du einen Namen? An deinem Gewand ist kein einziges Haar eines Feindes zu sehen. Hast du gelernt, die Flöte zu blasen? So gehe hin und tu es. Ein Messer aber gehört nicht in deine Hand. Meinen Namen werde ich deiner Seele nennen, wenn sie dir aus dem Leib entweicht. Dann wird sie jammern vor Entsetzen und sich nicht in die ewigen Jagdgründe wagen. Sie wird in den Klüften der Berge wohnen, um vor Angst mit den Winden zu heulen und mit den Lüften zu klagen. Und du wagst es, die Seele eines tapferen Kriegers zu schmähen. Du sollst die Strafe augenblicklich erhalten. Bindet uns an die Riemen. Ich werde diesen stinkenden Kojoten von einer Rothaut den Ratten vorwerfen. Und deinen Namen, den du zu nennen dich weigerst, soll kein Ohr eines Kriegers hören. Tut, was er sagt. Bindet uns an die Riemen. So, fertig. Der Kampf mag beginnen. Tahanadapi, komm her, Sohn einer Hündin. Oder soll ich dich um den Baum jagen, bis du tot zusammenbrichst, ohne dass mein Messer dich getroffen hat? Der rote Bruder des Bleichgesichtes wird den Krieger der Upsarokas, der seine Medizin verloren hat, besiegen, ohne ihm einen Tropfen Blut zu nehmen. Er wird ihm die Hand lähmen. Die Krieger der Upsarokas haben gehört. Mein roter Bruder hat sein Herz vor dem Gedanken des Mordes verschlossen. Er wird seinen Feind besiegen, ohne ihn zu töten. Die stinkende Rothaut ist vor Angst wahnsinnig geworden. Die Qual soll ihm abgekürzt werden. Der rote Krieger hat den hundertfachen Donner niedergeschlagen. Niemand hat das je getan. Bist du besiegt, Upsarokas? Stich zu, stinkender Kojote! Steh auf! Ich habe versprochen, dich nicht zu töten. Und ich halte mein Wort. Steh auf! Dir wird das Leben geschenkt, weil dein Skalp für den Sieger keinen Wert hat. Du hast dich gehalten wie ein Knabe. Aber noch stehe ich hier, um zu kämpfen. Ich werde zweimal siegen. Und während wir uns die Skalpe der Feinde teilen, kannst du zu den Wölfen der Prärie gehen, um bei ihnen zu wohnen. Die Heimkehr zum Wigwam ist dir verboten. Jetzt bindet das Bleichgesicht und mich an die Riemen. Und du, roter Mann, der seine Medizin und seinen Wigwam verloren, sieh her, wie ein Upsarokas kämpft. Los, Bleichgesicht, du kannst beginnen. Ich will keinen Vorteil über dich haben. Du bist an der linken Schulter verwundet worden. Sie ist schwächer als die rechte. Also überlasse ich dir den ersten Stoß. Willst du mich beleidigen? Soll dein roter Bruder, wenn ich dich getötet habe, sagen, dass es nicht geschehen wäre, wenn du mir nicht die Gnade erwiesen hättest? Ich lasse dir den ersten Stoß. Drei Stöße von dir werde ich abwehren. Aber dann wirst du von meinem ersten Stoß fallen. Und ich verzichte ganz auf diese Waffe. Dennoch wirst du gleich beim ersten Angriff fallen. Wir haben keine Zeit zu einem langen Spiel. Sei also aufmerksam, denn ich beginne. Da liegt er mit dem ganzen Körper am Boden. Mit einem Schlag habe ich den Riesen gefällt. Die Upsarokas sind meine Zeugen. Wer hat gesiegt? Die Krieger der Upsarokas mögen auf ihren Plätzen bleiben und sich an die Pfeife des Schwurs erinnern. Ich liege am Boden. Hast du mich besiegt? So sagen die Bedingungen. Ich bin nicht verwundet. So hast du mich mit der bloßen Faust niedergeschlagen? So ist es. Besser wäre es, du hättest mich getötet.
Der große Geist hat uns verlassen, weil unsere Medizinen gestohlen wurden. Nie können wir in die ewigen Jagdgründe gelangen. Warum sind die Squaws unserer Väter nicht gestorben, ehe wir geboren wurden? Kante Peta, der große Häuptling der Upsarokas, hat keinen Grund, so zu sprechen. Uff, du kennst mich. Im vorigen Sommer traf ich am Berg der Schildkröte mit deinem Bruder, dem Medizinmann Shung Tang Ka, zusammen. Er hat mir von dir erzählt. So bist du Non Peter Hahn, den die Weißen Old Shatterhand nennen? Der bin ich, allerdings. Und auch der hundertfache Donner braucht sich nicht zu schämen. Denn der Krieger, der ihn besiegte, ist Winnetou, der Häuptling der Apachen. Wenn du der berühmte Jäger bist und dein roter Bruder, der Häuptling der Apachen, so hat der große Geist uns nicht verlassen. Ja, ihr müsst es sein, denn nie zuvor wurde Kante Peta oder der hundertfache Donner bezwungen. Von euch besiegt zu sein, ist keine Schande. Wir dürfen leben. Ohne dass die Squaws auf uns zeigen. Und der Fluch des bösen Geistes ist von uns gewichen. Denn Old Shatterhand und Winnetou sind die Freunde der roten Männer. Sie werden nicht unsere Skalpe fordern. Nein, ihr seid frei. Und wir werden euch helfen, die Ogallala zu verfolgen, die euch eure Medizin gestohlen haben. Au! Die roten Brüder haben die Pfeife des Schwurs mit uns geraucht und diesen gehalten. Nun soll auch das Kalumet des Friedens die Runde machen. Denn die Krieger der Upsarokas sind unsere Freunde. Hau! There is a friend to every stranger traveling through this mighty land. They fear no sickness, no toil or danger. Winnetou, an old Shatterhand. Winnetou, an old Shatterhand.